Weiter auf Meisterschaftskurs. Die Wasserfreundinnen Spandau siegen im Topspiel der Wasserball-Bundesliga gegen den SV Blau-Weiß Bochum mit 18:9. Die Spandauerinnen somit das einzige Team ohne Punktverlust und haben einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung Titelverteidigung gemacht. Ich denke, wir haben trotzdem gezeigt, dass wir zu Recht noch ungeschlagen jetzt sind und Tabellenführer sind. Die Spandauerinnen in den schwarzen Kappen erwischen den besseren Start in die Partie. Gerade vorne sind es Nationalspielerinnen Gesa Deike und Belén Fosseberg, die die Treffer machen. Wie hier zum Stand von 4:2 nach 7,5 Minuten. Ja, unter anderem, also das sind ja auch zwei sehr erfolgreiche Nationalmannschaftsspielerinnen und die ja auch sehr viel Erfahrung mit ins Team reinbringen, weil wir sonst auch viele jüngere Spielerinnen haben. Das durch Corona stark dezimierte Team von Frank Lerner gibt nicht auf. Aber langfristige Lösungen bleiben aus. Denn die Berlinerinnen sind ihren Gästen immer ein Stück voraus. Wieder ist es Belén Fosseberg, die zum 9:5 netzt. Das erste Mal +4 für die Gastgeberin. Trotzdem bleibt die Stimmung bei den Bochumerinnen positiv. Manche Leute mussten eine Position einnehmen, die sie noch nie vorher gemacht haben. Dann hatten wir nur 3 auf der Ersatzbank. Das war natürlich erstmal komisch, aber sonst haben wir uns einfach gedacht, kämpfen und weitermachen. Mit dem Stand von 10:6 geht es in die zweite Hälfte. Richtig gefährlich wird es für die Berlinerinnen allerdings nicht mehr. Im Gegenteil, sie bauen ihren Vorsprung sogar noch aus. Und, ihr erratet es, Deike mit dem Pass nach vorne auf Fosseberg zum 13:6. Mit insgesamt 8 Toren ist sie heute die beste Werferin und zu Recht Top-Torjägerin der Liga. Die Bochumerinnen auch weitgehend chancenlos im letzten Viertel. Kana Hoysoya erzielt das letzte Tor für die Spandauerin und trifft zum Endstand von 18:9. Spandau mit Deike und Fosselberg in Topform und weiterhin ungeschlagen. Die Meisterschaft also quasi schon sicher? Naja, sicher ist sowas nie. Also wir haben ja auch gegen Bayer schon ein sehr enges Spiel gemacht. Wir arbeiten weiter hart an uns und ja, aber natürlich wollen wir die Meisterschaft verteidigen. Fakt ist, die Berlinerinnen bleiben weiterhin auf Meisterschaftskurs. Vorher geht es für sie aber erstmal nach Hannover zu den Wassersportfreundinnen. Die Bochumerinnen reisen nach Chemnitz. Aber mit einer Leistung wie heute und Leistungsträgerinnen wie Fosseberg und Deike sollte die Mission Titelverteidigung kein großes Problem werden.